abgeblockt. Jetzt Pöderl, auch der kommt nicht durch. Nachschuss, Jänicke, Riesen-Save. Und dann hat er die Scheibe. Einige Großchancen für die Eisbären, aber keine besser als die letzte. Und was für eine Tat von Andi Jänicke, der da irgendwie rüberkommt. Den Arm hochreißt. Pass beziehungsweise jetzt geht es schnell in die andere Richtung. Konter, Konter Schwenningen. Tor! Schwenningen gewinnt am Ende mit 4:3 in Overtime. Ah, klasse Tor. Tyson Spink. Bilanz. Und das Tor 2:1. Stachowiak sah gar nicht mehr so gefährlich aus, aber dann macht er das natürlich super mit dem Schlittschuh, nimmt den Puck damit. Ah, gut unterstützt von Godet. Ah, und jetzt die Chance für Jocki Bakker. Ja. Und nachgefasst von Leubel. Überragender Save Niederberger. Einmal, zweimal und sogar, als er aus der Position ist, kommt er noch irgendwie an diesen Schuss von Jordan Murray. Super Parade. Und hier dann von Roy nochmal klasse zu Godet rüber und dann ohne Schläger mit der Stockhand das Ding nochmal aus dem Winkel gekratzt. Oh, stark gespielt. Agostino, oh, und da ist das Tor. Das ist das Tor. Und es ist Brandon O'Donnell. Ja. Aber wir schauen mal auf den Pass. Aber ganz starke Vorarbeit. Agostino gut mit dem Schläger einfach die Scheibe behandelt. Puschkin. Oh, Koenig mit dem Tor! 2:2, was für ein Strich von Cody Koenig. Eiskalt. Er ist einfach voll getroffen. Zu viele starten nicht, aber das müssen die Jungs auf dem Eis nur zu genau. Und wieder Straubing. 11 Sekunden brauchen sie nur, machen den zweiten Powerplay-Treffer. Zuspiel von Connolly zu Tyler Shee an den Pfosten. Der sagt Danke, hat das leere Tor vor sich. Travis St. Dennis. St. Dennis durch alle durch. 6:0. Was ist Solo hier? Von Travis St. Dennis. Diese Situation. St. Dennis übernimmt eigentlich im eigenen Drittel. So, und wieder kein Zugriff, kein Stock, kein Körper, alles nur passiv. Es geht weiter. Wieder Obers. Brugisa, jetzt sitzt er drin. Brugisa mit dem Tor. Nach Vorlage von Jan Obers. Koenig, Brace, Matuschkin geht in Schussposition, klasse Pass von Brace auf Rowney und das ist das Siegtor. Das ist super gespielt. Brace scharf durch die Beine von Braun hindurch und Rowney hält nur noch den Schläger rein. Alle Spiele der Deutschen Eishockey-Liga live, nur bei Magenta Sport.